Leute, wir sind wieder auf unserer Lucky One-Block-Insel, der Nils und ich. Aua. Moin Nils, wir wollen heute auf jeden Fall uns etwas besser ausrüsten, dass wir einfach safer sind. Den Villagern geht's gut soweit, es darf halt kein TNT mehr kommen. Das hier ist, glaube ich, unser One-Block, aber ich glaube, wir waren dabei, die Wolle hier ein bisschen zu safen, ne? Ja, damit wir unsere Ebene größer machen können. Und vielleicht, dass wir Betten machen können. Ja. Also wer den ersten Teil nicht gesehen hat, ich verlinke den euch nochmal am Ende des Videos. Aber großartig viel habt ihr nicht verpasst. Ihr habt nur nicht gesehen, wie die Sachen hier gespawnt sind, wie diese Schafe hier. Ey, was machen wir? Die Blumen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ich mache jetzt ein Bett, das wird eh belegt von den Villagern gleich. Brauchen wir eigentlich giftige Kartoffeln? Nee, brauchen wir auch nicht. Weg mit. Du kannst von mir aus das andere Holz nehmen und auch noch ein Bett für dich machen. Läuft die Schafe auf dem Goldblock, so nice. So, ich öffne. Oh, ich habe XP gekriegt. Oh. Also ich baue jetzt gerade mal hier, den darf ich nicht abbauen, weil da kann es sein, dass ein Haufen tilt. Oh, das wäre nicht so geil. Oh, ich habe 20 Dias gekriegt und Hühner, die sterben. Oh no. Egal, aber guck mal, hier drin sind 20 Dias. Wir haben hier den Hero Villager und damit könnte ich mir theoretisch schon eine krasse Hose kaufen. Theoretisch, ja, aber nur eine Hose. Nein, wir heben es uns auf, oder? Okay. Wir haben nur 40 Stück. Mit dem anderen kann ich mir da. Aber beim anderen könnte ich mir tatsächlich. Oh, beim anderen kann ich mir eine Pickaxe kaufen mit Silk Touch. Und dann könnte ich den einen Lucky Block mit abbauen. Weißt du? Ja, mach das. Ja, komm, das mache ich. Ich habe den jetzt schon zum dritten Mal geweckt, der Arme. So. Und damit kannst du halt die Dias benutzen, das ist clever. Ja, ja. Verbessern. Genau, den können wir jetzt abbauen. Jetzt haben wir den nämlich hier. Und das ist ein Luck 0 Block. Das ist erstmal egal. Ich kann jetzt aber hingehen und sagen, jo, wir tun den aufwerten mit den Diamanten. Aber ich weiß nicht, ob wir die Diamanten lieber zum Traden aufheben sollen, Nils. Wir warten das mal ab. Jetzt sind Katzen gespawnt. Oh, geil! Ja, geil! Perfekt, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Guck mal, aber da müssen wir aufpassen beim Blazen. Wie viele hast du gekriegt? 2. Gut, gib mir mal. Warte mal, haben wir noch Blöcke zum Bauen? Warte mal, dann weiten wir das nochmal in die Richtung aus. Oh, perfekt, Alter. Also das ist unser Ziel natürlich, den Enderdrachen zu töten mit Ender-Portal-Frames. Ne? Also wir müssen das noch ein bisschen erweitern hier, aber ich habe ein bisschen Schiss. Also wir müssen die immer bestimmt platzieren, damit wir, wie soll ich sagen, damit überhaupt ein Endportal spawnt. Ich baue mal an der Seite noch das da ab. Dann kann ich nämlich das Endportal schon mal setzen. Oh, danke schön für die Blume. Guck mal, ich platziere 1, 2, 3, 4, 5. Weil wir müssen das so platzieren, dass wir innen stehen. Nur dann funktioniert es. Wenn man es von außen baut, funktioniert es nicht. Gut, das heißt, wusste ich gar nicht. Daran müssen wir farmen jetzt. Achtung, ich baue wieder. Oh! Ein Brunnen. Damit können wir uns die Sachen aber wieder snacken. Und die Goldblöcke da oben drauf. So, die nehme ich mir mit. Nein! Weil da könnten wir, falls wir es in den Nether schaffen, tatsächlich mit Piglins traden. Baut da die Plattform ein bisschen weiter. Oh Gott, Nils. Was glaubst du, wie lange brauchen wir, bis wir das Endportal komplett haben? Boah, schwierig zu sagen. Ja, ne? Aber, ja, schon relativ zügig, je nachdem, was halt... Ja, wenn wir das ganze Ding da spammen, können wir es eigentlich... Du kannst... Warte, ich öffne das da. Oh, ein Blitz ist eingeschlagen, ein Creeper. Wir lassen den Creeper im Block verrecken. Verrecken. Warte. Oder du killst ihn. Gut, gut, gut. Achtung. Wer macht? Ich hab nice, noch mehr Dias. Wenn du willst, kannst du dir jetzt was gönnen. Ja, oder? Nee, ich pack erstmal das in die Kiste rein. Ich hab mir auch ein Lucky Sword gegönnt. Oh, nice! Geil. Noch mehr geilen Stuff. Diamanten, Gold. Das Gold ist wichtig. Falls wir, wie gesagt, es schaffen, in den Nether zu kommen, können wir damit Piglins traden. Weil der Nether, der ist nicht in der Skyworld, der ist nämlich normal. Das ist der unendliche Block gewesen, ne? Ja. Ich glaube. Wow! Wie groß ist der denn? Aber ich hab meine Pickaxe noch gekriegt. Aua. Oh Gott. Aber wie groß ist der denn? Der ist einfach riesig. Alter. Ja, wie kriegen wir den jetzt los, Mann? Nein. Du hast sie geteilt? Ja. Warte, die können wir jetzt irgendwie runterboxen, glaube ich. Nils. Spam, Alter. Nils geht voll drauf. Ja. Ah, da liegt noch das ganze Zeug voll gut. Alter.
Jawohl, versuch den runterzuboxen. Nils! Wir hätten einfach mal noch einen Todescounter machen müssen. Hey, bist so. Lava gefallen? Ah ja, unten ist Lava. Ja. Warte mal, wie kriegen wir die da am besten? Einfach nur runterkicken. Hier, der eine ist doch hier. Ja, der eine, ja, der eine ist weg. Der gut. Ist weg. Also, ich kann hier mal kurz hingehen. Wow, das Schaf hätte mich fast runtergekickt. So, ich hab wieder. Oh, ich hab das Zeug gesaved von vorhin. Ja, sehr schön. Nice. Oh, schön. Pass auf, ich save mir die Pickaxe da. Der Rest ist mir erstmal egal. Ich öffne jetzt auch mal wieder den Block hier. Ah, nice. Ich hab. Ja, verbreiter mal die Dings. Okay, ein bisschen Stuff, ein bisschen Essen. Hier ist noch eine Pickaxe mit rausgekommen. Die hat Fortune. Aber es kommen keine Erze hier raus. Wie, aber ich hab wieder Dias gekriegt. Hab Pferde gekriegt. Hab einen Trank gekriegt, der richtig gut ist. Den müssen wir auf jeden Fall aufheben. Oh, ein Verzauberungstisch. Nice. Geil. Oh, den bringe ich hinten in Sicherheit. Ja. So, hier an der Stelle. Da kann ich in Ruhe das Portal weiterbauen. Nice. Oh. Was, der Bob? Oh, ja. Auf den musst du aufpassen. Der macht dich One-Hit-Down. Echt? Ja. Oh, ja. Sag ich doch. Hab ich gemerkt, ja. Aber der ist nur da drin in der Pyramide, oder? Der hat auch Thorns, das ist gefährlich. Aber wenn du vielleicht mutig bist, kannst du ihn runterboxen. Kannst du mir mal erstmal noch so einen Lucky Block geben? Warte, wo bist du? Ah, hier. Hier. Hier, guck mal, darfst du die alle öffnen. Ich wollte nur kurz das verbessern, deswegen. Ah, ja, ich save kurz das Gold noch. Warte, ich kann den Bob ja irgendwie, ich kann den ja unter ihm den Block abbauen. So. Nein, nein. Was denn? Oh Gott, ja, ich hätte ihn fast gehabt. Ich versuche ihn, ja, habe ihn gesplieft. Oh, geil. Oh, und hier haben wir tatsächlich ein bisschen Eisen rumfahren, aber da kommen wir nicht dran. Oh Gott, ich habe ihn zum Glück gesplieft gekriegt. So, der ist weg. Ich kann hier weiter abbauen. Oh, wir haben eine Menge Redstone. Ich weiß, was ich baue. Warte mal. Was denn? Ich mache jetzt was, was uns eventuell zerstören könnte, ja? Hast du Bock drauf? Ja. Achtung. Natürlich. Achtung, das wird jetzt Weltklasse. Wir machen es jetzt nämlich folgendermaßen. Achtung, das wird uns so die Welt zerfetzen. Oh. Weißt du, was ich vorhab? Gehst du jetzt zum Lucky Block damit hin? Das ist eine Glock. Und unser Lucky Block kommt ja immer wieder. Oh, es, ja. Es kann jetzt sein, dass wir entweder endgeilen Stuff kriegen. Oder TNT bekommen. Ja, und alles in die Luft fliegt. So, Katze, geh mal weg. So. Oha. Hä? Hat nicht funktioniert, warte mal. Warte mal, ich glaube, der muss. Muss das direkt ansteuern. Achtung, ich Redstone-Genie. Warte mal, eigentlich müsste es gehen, wenn man das so macht. Und dann jetzt hier hingeht und bam, mach. Ja! Guck! Ja. Oh, wir haben Bücher gekriegt! Nice! Ich sammle die Bücher ein, die brauchen wir für einen Verzauberungstisch. Ja. Guck mal, was du kriegst in der Zeit. Nein. Was ist passiert? Ich bin in der Lava. Ist Lava gekommen? Ja. Oh no. Wie sieht jetzt die Redstone-Schaltung aus? Oh no. Aber, oh, wir haben Pfeile. Wir haben ein bisschen was Die Idee fand ich witzig. Das musste ich ausprobieren. Du hast Pfeile, glaube ich, eingesammelt. Ich hänge uns hier. Ja, 22. Ja, bring die in Sicherheit. Oh, voll gut, ey. Oh, ich habe noch voll viel Diamanten. Muss ich in Sicherheit bringen. TNT plus 100. Nein! Na, in der Luft. In der Luft hat's mich zerfetzt. Oh no. Aber bei plus 100 kam einfach mal TNT. Als, die Kiste lebt noch. Die Kiste gleich wieder hier safen irgendwie. Ja, mit Eisengitter. Oh Gott. Solange dem Zeug hier nichts passiert, ist ja alles so weit fein, ne? Wir kriegen immer wieder. Oh nein! Ich bin dumm! Oh nee! Hey, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. So, ich bin einfach in die Lava gefallen. Weil ich dachte so, oh, kann ich eins haben. Oh, Pfeile und einen Bogen brauchen wir für den Ender. Nein! Hä? Was? Ich bin vergiftet worden! Hä? Was war das? Hier, diese Pufferfische waren hier. Nein! Und jetzt bin ich mit den Pfeilen und dem Bogen runtergefallen. Ey, jetzt haben wir gerade zum Abschluss hier gerade richtig Pech, ne? Ich hab Obsidian. Heb's auf. Ja. Ganz wichtig für Nether-Portal. Warte mal, werf mir mal zu, das Obsidian. Pack das mal so in die Kiste rein. Geil, 14 Stück. Das reicht für ein Nether-Portal. 100 plus 100, da habe ich noch. Ich guck mal. Nils, das bedeutet, dass wir das nächste Mal in der nächsten Folge in den Nether können. Oh. Und hier ist noch eine Kiste. Ich habe noch eine Kiste gekriegt. Guck mal, machen wir hier. Ja, die habe ich dir zugeschmissen. Geil. Okay. Jetzt öffne ich noch ein... Was? Ist das Nether dann auch anders? Nee, Nether ist Standard-Nether. Okay.
So. Oh nein, nein, krasser Bogen. Oh nee, der warte, braucht man. Warte, ich mach mal hier kurz was hin. Ja. Oh, da braucht man nicht. Wir brauchen irgendwie Stuff. Oh, was war denn das? Ein Magma Cube. Mach mal Würfel. Oh. Ja, egal, der ist runtergefallen. Wir brauchen. Wir haben jetzt nichts Krasses verloren. Wir brauchen jetzt ein Feuerzeug. Ne, wir brauchen jetzt ein Feuerzeug. Au, au, au. Wieder der Magma Cube. Ja, Happy Birthday, Alter. In der Art. Oh, ganz viel Wolle. Dann kann man hier mal wieder ein bisschen die Löcher stopfen. Ender Chest. Hast du. Was? Nice! Ja. Da können wir das richtig wichtige Zeug safen. Soll ich eine mal platzieren? Ja, da hinten bei den anderen Kisten. Ja, habe ich gemacht. Ich bring hier schon mal ein paar Sachen in Sicherheit. Aber wir haben gut Progress. Wir haben Sachen, die wir brauchen für die nächsten paar Male. Wobei, wir können. Ja, ich weiß, was wir in der nächsten Folge machen. Aber Leute, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie ich meinen Namen geändert habe und warum ich Isle of Opsi Brücke heiße, dann klickt jetzt das Video an, schaut beim Nils vorbei, haut rein und ciao!